Metzler. Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, meine sehr geehrten Damen und Herren! Der Verlauf der Debatte hat doch, und da haben wir uns alle, denke ich, jetzt einig gezeigt, dass Energieeffizienz als wichtiger Bestandteil der Energiewende gilt. Was wir nicht verbrauchen, das müssen wir auch nicht erzeugen. Ganz einfach. Unbestritten ist also, dass Energieeffizienz der Schlüssel zu einer nachhaltigen Energiepolitik ist. Ohne Einsparung wird die Energiewende nicht zu schaffen sein. Da sind wir uns alle einig, und das wurde jetzt auch mehrfach betont. Deutschland hat in den letzten Jahren viel auf den Weg gebracht. Wir sind Vorreiter sowohl im europäischen als auch im internationalen Vergleich. Besonders energetische Gebäudesanierung bzw. energetisches Bauen sind hier wichtige Hebel und leisten einen entscheidenden Beitrag. In diesem Bereich gehört Deutschland laut der Internationalen Energieagentur zur internationalen Spitzengruppe. Seit 2006 hat das CO2-Gebäudesanierungsprogramm Investitionen von über 187 Milliarden Euro in diesem Bereich angestoßen. Das muss man hier auch einmal betonen. Mehr als 3,8 Millionen Wohnungen wurden damit saniert oder besonders energieeffizient neu gebaut. Auch mehr als 2000 kommunale oder soziale Einrichtungen haben davon profitiert. Und ich denke, das ist auch eine Bilanz, die hier betont einmal gesagt werden muss, wo wir auch ein Stück weit stolz drauf sein können. Dabei haben sich die Förderprogramme durch Zuschüsse oder Kredite grundsätzlich bewährt. Doch könnten die Antragsverfahren auch schlanker und verständlicher gestaltet sein. Das möchte ich auch betonen und nicht vergessen. Aber mit diesen Programmen erreichen wir eben nicht jeden, und das ist auch mehrfach betont worden. Auch deshalb ist die Anzahl der geförderten Immobilien rückläufig. Man bedenke, über 80% des Gebäudebestandes in Deutschland sind in privater Hand. Eine energetische Sanierung kostet für ein Einfamilienhaus im Schnitt 60.000 bis 75.000 Euro. Förderungen durch Zuschüsse oder Kredite sind also lange nicht für alle Zielgruppen interessant. Und ich denke, da besteht auch ein allgemeiner Konsens, und das ist heute auch mehrfach betont worden. Welchen Schluss ziehen wir also daraus? Wenn wir mehr erreichen wollen, brauchen wir ein breiteres Angebot, also Anreize, die schneller wirken. Eine steuerliche Förderung ist ganz sicher eines der interessantesten Instrumente. Und das möchte ich noch einmal bilanzieren, das wurde auch betont. Gerade für die privaten Haus- und Wohnungseigentümer ist die steuerliche Förderung eine weitere Option. Steuerentlastungen sind generell wirksam. Sie sind eine echte Alternative für Menschen, die keinen Kredit aufnehmen wollen oder sich vor komplizierten Antragsverfahren scheuen. Außerdem können mit steuerlicher Förderung auch Einzelmaßnahmen, zum Beispiel eine neue Heizungsanlage, gefördert werden. Das Thema ist aber nicht ganz neu. Die steuerliche Förderung wurde schon im Rahmen des Gesetzespakets zur Energiewende im Jahr 2011 von uns auf den Weg gebracht und scheiterte aber damals im Bundesrat. Und der Kollege Dutz hat die Chronologie dieses gesamten Verlaufs eindeutig dargelegt. Und liebe Kolleginnen und Kollegen, das möchte ich aber hier auch noch einmal betonen, dass es da schon einmal gehakt hat und dass wir uns deswegen hier noch einmal bewegen, weil es eben schon einmal im Bundesrat entsprechend zu Blockadehaltung gab. Um hier trotzdem weiterzukommen, hatte aber die Bundesregierung damals ein Zuschussprogramm von 300 Millionen Euro jährlich für die Jahre 2013 bis 2020 bereitgestellt. Von Bauaufträgen für energetische Sanierung profitieren vor allem örtliche Handwerksbetriebe. Gerade diese sind es, diese Kleinst- und Kleinstunternehmen, die vor allem im ländlichen Raum als Arbeitgeber vorhanden sind. Und die genießen, und das konnte man heute auch wieder bilanzieren und feststellen, unser aller Wohlwollen und unser aller Unterstützung. Allein im Jahr 2013 wurden durch energetische Sanierung rund 440.000 Arbeitsplätze gesichert bzw. geschaffen. Die steuerliche Förderung für energetische Gebäudesanierung ist also ein entscheidendes Puzzlestück für das Gelingen der Energiewende. Das war 2011 so, und das ist auch im Jahr 2015 so. Und dieser Verantwortung stellen wir uns, und da lässt sich die Union auch nicht auseinanderdividieren, was hier von dem einen oder anderen hier behauptet oder versucht wurde. Dazu stehen wir, das haben wir 2011 getan, und das tun wir auch im Jahr 2015. Wir sind uns alle einig, dass das steuerliche Fördermodell eine sinnvolle Sache ist. Die Rahmenbedingungen sind schon im nationalen Aktionsplan Energieeffizienz
konkret beschrieben und wurden im Dezember im Kabinett beschlossen. Nun müssen sich also Bund und Länder auf zwei Ebenen einig werden. Erstens, wie wird die steuerliche Förderung im Detail ausgestattet? Und zweitens, ob und wie wird sie gegenfinanziert? Und dabei appelliere ich an alle, sich konstruktiv zu beteiligen, denn die Energiewende ist eine wichtige gesamtgesellschaftliche Aufgabe, und wir werden unseren Beitrag leisten. Und da ich jetzt der letzte Redner bin, ist es mir eine Freude, Ihnen allen ein schönes Wochenende zu wünschen. Herzlichen Dank. Vielen Dank. Damit ist die Aktuelle Stunde beendet.